Das sieht so aus, als würde das Spiel total zur Musik abdancen. So voll im Rhythmus am Gehen. Das ist ja voll das komische Gesicht, ey. Guckt euch das Vieh an. What the fuck ist das hier voll? Wollen runter dancen? Guckt ihr euch an, ey. Guckt ihr euch an. Krasser Typ. Hallo, meine Friendos, und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen umgesehen, wir sind ein bisschen durch die Gegend gerannt, haben ein bisschen was erforscht, Sonden platziert. Damit wir mal bald die Hauptmission weiterführen können, denn wir brauchen 15% auf der Karte und das haben wir noch nicht. Wir haben 11,11 gerade. So, ich habe jetzt mal aufscreen mir zwei neue Doppelwaffen angelegt. Die sehen ganz cool aus, die haben auch gute Werte. Gut. Und in diesem Part wollen wir quasi fast dasselbe machen. Also so ein bisschen. Mal gucken, was wir noch so erledigen können. Aber so primär müssen wir ja noch ein bisschen erforschen. Ich will mal mehr in die Richtung noch laufen. Na gut, komme ich da irgendwo hoch? Hier ist alles so abgegrenzt irgendwie. Ich müsste wahrscheinlich da irgendwie lang. Da kann ich da wahrscheinlich hoch. Von der Seite glaube ich nicht. Da war ja so ein Strand und so. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Also laufe ich mal in die Richtung. Ich habe mal geguckt, ob wir noch irgendwelche Missionen, also Nebenmissionen nebenbei machen können, aber bisher habe ich nur halt Sammelmissionen noch übrig. Und wir haben noch einen Tyrannen übrig, den wir besiegen können. Der ist aber auf der anderen Seite quasi. Da können wir später auch mal hin, vielleicht nur in dem Part, wenn wir uns genug umgeschaut haben, können wir das noch zum Abschluss oder so machen. Kann ja auch nicht schaden. So ein Tyrannen mal besiegen, nochmal. Ist auch mal ganz spannend. Also finde ich zumindest. Die machen nur am meisten Laune. Weil die sind nicht ohne, muss man gut spielen. Außer das sind ordentliche Lobobs auf ganz niedrigem Level, dann ist es natürlich easy going. Aber okay. Das war bisher nicht der Fall. Bisher waren die so ziemlich auf unserem Level, immer. So relativ. Außer Archibald am Anfang, bevor ich gelevelt habe. Der war ein bisschen overpowered. Was heißt ein bisschen overpowered? Wer weiß, wenn ich früher schon gewusst hätte, wie man richtig klug kämpft quasi, also die ganzen Advanced Techniques quasi, vielleicht hätte ich ihn ja schon mit Level 8 besiegen können. Möglich, ich weiß nicht genau. Diese fliegenden Teile der Insel verwirren mich immer noch, wie kann das überhaupt sein? Warum fliegen die herum? Warum tun die das? Wie können die das machen? Wie können die es wagen? Aber okay. Lassen wir sie einfach. Wir klimmen hier den Berg. Einfach so, weil es kann. Man weiß ja nie, was man so entdeckt. Aber scheinbar gar nichts. So. Also wirklich hoch komme ich denn nicht? Ah, guck mal da. Da ist ein Strahl. Aber wie zur Hölle komme ich da hoch? Und da unten können wir was untersuchen. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir mehr Prozente auf der Karte kriegen. Kann ich mal kurz darauf achten. Also wie gesagt, wir haben 11,11. Mal gucken, wie viel wir haben, wenn wir das untersuchen. Wenn wir das dann untersuchen können, was ich hoffe. Ich hoffe es doch sehr. Hallo? Untersuchen? Warum kann ich das nicht untersuchen? Weil ich im Wasser bin oder was? Aber irgendwie muss man das auch untersuchen können. Vielleicht erst mit dem Scale oder so. Ich kann auch nicht hochspringen. So, ob ich da so rüberspringen könnte? Ich könnte es versuchen. Wenn ich dann hier hochkomme. Ja, sehr gut. Mal gucken, Leute. Ein gezielter Sprung. Und wuhu! Verdammt. Ich wollte ein bisschen abbremsen, weil ich dachte, ich fliege zu weit, aber nö. Ich hätte einfach weiter springen können. Verdammt Scheiße! Aber okay. Ah, okay. Kriegen wir hin. Ich wollte schon rennen. Und perfekt. Oh, nicht zu weit. Ah, alles klar. Ganz ruhig. Schreiner. Ja, hallo? Kann ich das? Danke. Sehr schön. Nice. Potenzial
3. Oh cool, das scheint wieder sowas zu sein, was wir auf eine Rüstung hauen können. Ne, wir haben immer noch 11,11%, okay. Hilft scheinbar doch nicht, aber ich glaube, es trägt dazu bei, dass wir dieses Gebiet an sich erkunden. Ein bisschen weiter erkunden. Und wenn wir das machen, ich glaube dann wird das. Und die sowas wird so sein. Na guck mal da, da könnten wir theoretisch rüberlaufen. Also müssten wir da hoch. Und ich glaube, da können wir hoch. Oder hier so an der Seite. Maybe. Wir versuchen es einfach. Wir erforschen ein bisschen. Wir sind keine Forscher. Alles klar. Also, ich finde, das macht echt Spaß. So die Gegend zu erkunden, ein bisschen rumzulaufen. Ja, sich alles anzusehen. Das ist doch cool, das ist doch nice. Ich weiß nicht, ob es bei dem Zusehen auch so spannend ist. Wie gesagt, ihr könnt ja die Part ruhig überspringen, wenn es euch nicht interessiert. Das könnt ihr ja tun, habe ich kein Problem mit. Na, guck mal da, das ist ein Elver Tyrann. Müssen wir zwar nicht besiegen, aber ich würde es einfach gerne machen, weil warum nicht? Ist halt ein Tyrann. Also versuchen wir es einfach. Chippy, komm doch mal her. Und da startet die geile Musik. Das finde ich sehr schön. So, lass ich jetzt mal die hier aufladen. Zack. Auf den Ruf reagieren. Warm. Und das ist perfekt. Nice. Dort noch auf Nahkampf umgewechselt. Kann ich jetzt die aufladen und von hinten angreifen. Bam. Nice. Mal wieder auf Fernkampf, damit ich hier meine SP-Techniken da aufladen kann. Oh. Und ich kann da. Mist, das war die falsche. Das war der falsche Skill. Aber schön dunkle Aura irgendwie. Voll geil. So, der ist gerade voll. Also von hinten nochmal angreifen. Zack. Und auf den Ruf reagieren. Warm. Zack. Er hat voll die Beine weggeschlitzt. So, von weitem angreifen, um die anderen Skills aufzuladen. Bist zu spät. Ich wollte auf den Ruf reagieren. Hätte nicht gereicht. Also war es zu spät. Aber egal. So, hol ich mal den ein. Bisschen kritische Treffer. Ah, nochmal. Bist zu spät. Allzu spät. Okay, der ist wieder voll. Nochmal von hinten. Bam! Gleich ist er weg. Aber Lin ist auch gleich weg. Lin, stepp nicht weg! Bam! Vorher stirbt der Typ. Was? Nice. Das war fast ein bisschen knapp. Aber okay. Vielleicht sollte ich auch nicht zu viel SP-Techniken einsetzen und mehr auf Standardangriffe setzen, damit ich meine SP auflade. Um zum Notfall auch heilen zu können, also wiederbeleben zu können. Guck mal hier. Hier ist sowas wie Trümmer erforschen. Sehr schön. Das sind übrigens Trümmer von dem Weißen Wal. Habe ich vorher gar nicht gelesen. Aber ja. Wir liegen hier überall rum und es kracht halt rein. Alles klar. Schöne Details. Und irgendwo muss ja auch dieser Lebensspeicher sein. Aber das, ich denke mal, das ist das Hauptziel vom Game. Wahrscheinlich kommt das ganz am Ende oder so. Wer weiß. Wieder so ein krasser Typ. Wo bin ich jetzt? Das war der Felsen, wo ich rüber wollte, oder? Oh, wer hat mich entdeckt? Du bist mir egal. Du bist mir sowas von egal. Du bist eine Lusche. So, warte, bin ich jetzt schon hier oben, wo ich hin wollte? Ich glaube fast dem ist so, Leute. Gucken wir uns das doch mal an. Doch, ich glaube schon. Hier müsste irgendwo diese Brücke sein, die da rüber führt. Die ich von unten gesehen habe. Wo war die denn? Wo ist die denn? Na, Typis! Bleib mal ganz locker! Ah, guck mal da. Da ist ein Weg hoch. Ist da irgendwo die Brücke? Da. Da ist die Brücke. Die Typis laufen hier rum, das ist okay. Wir müssen nur schneller sein als die. Wir dürfen uns hier nicht abfangen. Und neues Gebiet entdeckt. Nice.
es ja auch neue Items zum Einsammeln gibt. Also gibt es immer zwischendurch mal so Low-Bobs und manchmal wieder so starke Gegner. Also immer so ein Mischmasch. Interessant, interessant. Wir werden da gerade... Und das 1 von 3. Oh. Guck mal da, da steht eine Wache. Da steht eine Wache. Die wollen, glaube ich, nicht, dass ich da rübergehe. Das ist uncool, ob die irgendwann schlafen gehen. Wir haben gerade Sonnenuntergang. Oder Sonnenaufgang? Nee, Sonnenuntergang. Hm. Ich gehe die tatsächlich abends schlafen und wir können uns vorbeischleichen. Weiß ich aber nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Hm, ich würde ja schon gern hin, Leute. Ich würde schon gern hin. Die ganzen Gebiete sind, wo wir langgelaufen sind, sind trotzdem immer noch alle unentdeckt. Ich glaube, die werden auch tatsächlich erst richtig entdeckt, wenn wir Sonden platzieren. Das ist wahrscheinlich. Deswegen will ich ja darüber. Nee, Moment. Nee, das ist eine andere. Nee, doch, das ist sie. Hä? Ich hab grad komplett in die falsche Richtung geguckt. Ja, da kann ich die Sonne platzieren. Dann würde ich hier wieder meinen Radius erweitern. Akku. Ah, nee, ich dachte, die hätten sich hingelegt. Leute, wollt ihr nicht mal schlafen gehen oder so? Ich will da gern durch. Hm. Ja, ich glaube, das ist extra so gemacht. Dass man da so nicht so leicht durchkommt. Das ist ja uncool. Das ist ja uncool. Ich könnte theoretisch noch weiter in die Richtung. Da wäre noch eine Sonde. Ja, komm, gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. Guck mal da oben. Wie die Felsenformationen hier auch sind auf dieser. Auf diesem Planeten. Schon cool, schon cool. Was ist das denn? Guck mal einer an. Sind das wieder... Das sieht aus wie Gebäude von der... Von den Pons? Wie hießen die nochmal? Und die... Und die so... Diese anderen Aliens da. Kann ja mal dahin laufen. Theoretisch muss er sowieso in die Richtung. Vielleicht ist das sogar da. Wer weiß, wer weiß. Gucken wir einfach mal. Wir gucken einfach mal, Leute. Wir gucken einfach mal nach. Alle schön erkunden. Alle schön erkunden. Ganz ruhig hier. Hier sind kaum Monster und so. Interessant. Hier sind ein paar Wildschweine, aber das ist okay. Ja, Typ. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Komm ich hier und hier rüber? Neues Gebiet. Sehr schön, sehr schön. Das bringt. Der Typ mich jetzt angreift, kann ich nicht auf die Karte schauen. Ist ja auch ganz toll. Da würde ich gerne hoch, weil da geht's weiter hoch. Was ist das für ein Vieh? Was ist das denn für ein Vieh? Und so ein Vogelvieh? Hallo? Achso, der hat eingeholt oder was? Ja. Ist mir egal. Das sieht so aus, als würde das Vieh total zu der Musik abdancen. So voll im Rhythmus am Gehen. Das ist ja voll das komische Gesicht, ey. Guckt euch das Vieh an. What the fuck ist das hier voll? Warum runter dancen? Guckt ihr euch an, ey. Guckt ihr euch an. Krasser Typ. Voll die Gubschaugen. Na? Na, mein Freund? Was geht bei dir? Alles cool bei dir oder was? Der sieht lustig aus. Der ist cool. Alles klar bei dem. Alles klar. Voll rumtröten. Ich muss da scheinbar auch irgendwie hoch, um da zu diesem. Zu dieser Sonde zu kommen. Komm ich denn irgendwie. Guckt euch den Typen an, ey! Kannst du da rumdancen? Komm ich da irgendwie hoch? Ich will da hoch. Das ist noch was zum Untersuchen. Ich hoffe, das können wir untersuchen. Ja, können wir. Sehr schön. Nice, nice. Gut, gut. Kann ich vielleicht von hier und wieder hin? Ich laufe mal hier den Fluss ab.
Ich habe den Timer überhaupt nicht gestartet, ne? Ich bin wieder super vorbereitet. Wie lange der Part wohl schon geht? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es so schlecht einschätzen. Ob wir hier so hochjumpen können? Ja, das könnte sogar funktionieren. Leute. Ich glaube, das versuche ich hier einfach mal. Das klingt nach einem Plan. Ja, komm. Hoch da. That was funny, ja, Typ. That was really, really funny. Biologie 1. Ja, schön. Schön. Nice. What the fuck? Oh. Das war ein Nest voller Glühwürmchen, scheinbar. Okay. Net. Hi. Euch wollte ich jetzt nicht unbedingt über den Weg laufen. Schnell ein bisschen umgehen. Wenn der Typ sich noch ein bisschen wegdrehen würde, wäre das echt nice. Ich hoffe, der Abstand reicht. Ja, gut, er hat uns nicht entdeckt. Sehr schön. Er ist ein bisschen kurzsichtig. Ist gar kein Problem. Das ist sogar sehr gut. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Da ist noch ein paar von den Vögeln. Kuckucksbuckel. Wie passend. Okay, wo bin ich jetzt? Moment. Warum bin ich hier? Ich bin unten in die falsche Richtung gelaufen. Ein wenig nur. Hä? Wie konnte das passieren, Leute? Aber vielleicht kommen wir dahin, wenn wir hier weiter hochrennen. Wir gucken einfach mal. Kommen wir hier überhaupt irgendwie weiter hoch? Oder? Sieht eher aus wie eine Schlucht hier. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also laufen wir nochmal zurück. Aber untersuchen wir das hier noch. Kann ich schaden? So, vielleicht hier lang. Ja, das könnte sein. Ach, Leute! Lasst mich in Ruhe! Ah, guck mal, hier können wir rüber. Theoretisch. Was ist das? Ist das wieder so ein Mechanik? Ja. Das ist wieder von der anderen Rasse scheinbar. Verdammt. Ob wir uns schnell daran vorbeischleichen können? Eventuell. Verdammt. Vielleicht hätte ich nicht rennen sollen, weil der hat mich scheinbar nicht gesehen. Verdammt, warum greift er mich zuerst an? Einfach mal ein Perfekt gemacht. Shit. Aber vielleicht, wenn wir langsam dran vorbeigehen. Ich meine, gesehen hat er uns scheinbar nicht. Ich glaube, der hat uns eher gehört. Moment, wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Was? Wie komme ich denn hier hin? Ich bin am Arsch der Welt, Leute. Warum bin ich hier? Hä? Ich bin hier nicht mal lang gelaufen. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist ja blöd. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, ich glaube, der Part ist lang genug. Ich beende hier den Part. Und... Wie mache ich das? Ich glaube, den Rest mache ich tatsächlich offscreen. Ja, ich denke, das mache ich so. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Part. Dann werde ich schon 50% haben. Ich würde sagen, dann mache ich noch kurz diese eine Nebenmission, wo ich den, wo ich so einen Tyrannen klatsche. Und dann geht's weiter mit der Hauptmission. Alles klar, Leute. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut.
und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, eure Toxan.